da draußen einen wunderschönen guten Abend. Ja, herzlich willkommen hier bei uns wieder. Die guten HFOHs sind wieder hier unterwegs und wollen mal wieder ein bisschen ein Geogesser mit euch. Naja, ihr wollt Spaß haben und wir wollen verzweifeln, sagen wir so. Wie immer dabei, der gute Impi. Hallo Impi. Einen wunderschönen guten Abend. So, bei mir hat sich heute wieder der Technikteufel eingefuchst. Ich weiß nicht, warum er immer so gern bei mir ist. Aber, naja. Lieber bei dir als bei mir. Ja, du meinst, ich habe schon Erfahrung, oder? Deswegen. Genau. Du kommst damit klar, ich nicht. Ja, wo du recht hast, keine Probleme. So. Dann, ja. Ich glaube, ich muss bei mir nochmal mich ein bisschen lauter machen. Da höre ich gerade auf der Spur. Lauter ist immer gut. Ja. Was sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn, mein Freund? Ja. Aber weißt du, wie die Mutter von Niki Lauda heißt? Ja, Mama, ja. Lauda. Alter Witz. Ja. So. Hi, guten Abend, Nightgod. Guten Abend, Nightgod. Ja, bevor ich mit Famous Places dann starte, wenn du da bist, Knight, dann machen wir doch sofort eine Party auf, oder? Erinnere ich mich richtig? Wir wollten Bullseye machen? Ja, habe ich schon eingerichtet. Und das letzte Mal hatten wir so unseren Spaß mit unseren AI-Generated Worlds, ne? Errors, Generated World. Eigentlich ganz nett. Ja. Sonst, Knight, alles gut bei dir. Wie hast du es? Ich habe natürlich wieder vergessen, ein Zeitlimit einzustellen. Läuft. Und es gibt keine Musik. Ja, alles gut hier. Ein bisschen was am Setup nochmal geändert. Deswegen ist immer die Frage, ob Ton und so weiter alles passt. Das ist ganz spannend. Man kennt das ja. Und ansonsten, ja. Passt. Wir gehen mit großen Schritten auf Ostern zu. Ja. Eben, also man muss ja gut sein. Ja. Wie groß sind denn hier so die Kreischen? Ja, recht groß, ne? Also hier ist schon mal nicht. Oh, kann ich gesehen. Ja, weil ich gar keinen Ton gerade mehr habe, dass jemand gegessen hat, ne? Ja, ich find's auch strange, dass so super leise ist. Also so wirklich gar nichts ist. So zum runden Beginn einmal kurz. So ein kleiner. Wow. Ja, schade. Ja, so muss das sein, ne? Läuft. Läuft. Ist auch, dass das, sonst hörst du ja, wenn jemand guest oder sowas, ne? Sonst hörst du ja auch das immer, aber irgendwie gerade. Ich bin das wahrscheinlich immer von den Versus-Spielen so gewohnt, da hast du ja durchgehend immer Musik. Ja, du hattest sonst auch immer so ein bisschen Musik. Ich weiß gar nicht, Optionen. Das hier halt gar nichts, das ist schon echt irgendwie komisch. Nö, also extra nochmal hier Ton aus und an. Nö, nö.
Offensichtlich möchte das Spiel heute nicht. Musik kostet extra, GEMA-Gebühren nicht bezahlt. Ja, scheinbar. Nein, du weißt, wenn du es in Amerika nicht hinbekommst, dann, ja, das ist nicht unsere Welt. Irgendwie, wie sollen wir uns aufteilen? Irgendeine Idee, wo wir sein könnten? Ja, die Frage ist, einer halt hier nochmal die westliche Hälfte davon, um das quasi zu nehmen, dass wir das halt wissen, okay, hier ist es oder hier ist es halt nicht. Also, du kannst das nehmen. Ich bin mir recht sicher, das wird irgendwo die Ecke Texas sein, wäre gerade mein Bauchgefühl. Na, wenn du sagst Texas eher, mich eher mal so einen Texas rauszunehmen, oder? Ja, aber jetzt würdest du Texas komplett draußen haben, ne? Ja, genau. Weil ich meine, dann wären wir halt bei, das andere ist es halt nicht. Also quasi Illinois, Kentucky, Tennessee und so ist alles raus. Könnte immer noch der obere Bereich von Texas sein, ne? Ja. Du meinst Idaho, Wyoming, Idaho, Montana, die Ecke. Oh, gut. Nein. Es ist okay. Okay. Läuft. Krass. Sowas echt, also sehr westküstennah. Hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Okay. Ja, keine Ahnung. Ganz viel Sprache. Weiß ich nicht. Naja. Ernsthaft? Neid, wie machst du das, dass du da so schnell bist? Also ich dachte auch hier irgendwo, ich dachte zwar erst hier unten Richtung Kambodscha, aber du hast von der Sprift her auf jeden Fall recht, das ist da oben die Ecke. MP, the stage is yours. Ja, haben wir irgendeine Info noch? Also irgendwas? Naja, wir haben das Land und wir haben gar nichts auf Englisch. Eingrenzung. Also, ja. Wird eher so ländlich oder so. Ja, schade. Ja, schade. Aber ich sehe schon das nächste Mal wieder Zeit. Okay, ich sehe einen Schnorchel. Ist schon wieder, was war das wieder, ne? War das hier gar nicht die Ecke? Ich merke mir das doch immer nie, wenn das Auto mit Schnorchel ist. Ja, Kenia, ne? War ja klar. Meinst die Ecke hier? Nope. Ja, ich zumindest mal versucht, zumindest mal Punkte noch mitzunehmen. Ach, dafür warst du nah dran. Ja, gut. Da wir halt zweimal dann halt nichts getroffen haben, musst du halt zumindest irgendwie Punkte mitnehmen. Besser als Golf. Wie ist hier ein Google-Auto hingekommen? Das war ein Dropship. Ja. Ist hier 5 Kilometer gefahren, haben sie wieder eingesammelt, oder? Liegt hier am Boden einfach Müll? Ist das ein BH? Nein, ist nicht. Als ob die hier irgendwo mitten in der... Ja. Mitten in der Pump einfach hier irgendwo rumfahren. Irgendwie habe ich das Gefühl,
die Ecke. Aber einfach nur Bauchgefühl ohne irgendeinen echten Hinweis. Also ich wäre eher in der Gegend hier. Also ich habe halt ja doch nichts. Ich habe weder was zum Lesen noch irgendwie eine Story hier. Was ist das? Ich habe einen Monolith gefunden. Nein, das ist was. Ja, genau, den habe ich auch gefunden. Was ist das? Also was soll eine Bewässerungsanlage darstellen? Kann man irgendwie... Du sagst, das ist Russland. Ja. Gar nicht auf den Schirm, wo das auch nur ansatzweise sein könnte, da. Also. Auch noch runter, gell? Also ich sag's mal so. Ich weiß nicht mehr, wie groß mein Bereich ist. Vielleicht sollte ich den größten Bereich versuchen zu setzen. Nee, das passt sogar. Okay, krass. Hast du irgendwas gefunden? Oder ist hier irgendwas, das man kennen sollte? Nix von den Sachen drumherum jemals gehört. Auch nicht. Krass. Wollen wir nochmal machen, aber diesmal auch mit ein bisschen Zeit, ne? 3 Minuten, dass man vorankommt. Ja. Ja. Na, da hört man Musik. Genau. Und jetzt ist vorbei. And it's away. Was ist falsch mit diesen Leuten? Ich sehe keine Amerika-Fahnen an den Häusern hängen. Vielleicht haben die auch gerade andere Probleme. Hier ist irgendwie alles überflutet. Auf Bellhaven. Ja, normalerweise passiert sie das doch nicht, oder? Ich meine. Friedhof, nicht nur hier ist eine Fahne. Hier ist wo die 264 East. Achso, wir müssen eine Zeit machen. 264 East, sagst du? So eine Stadtstraße oder Highway? Eine kleinere. Ja, dann mach ich mich also nicht die blauen. So, weil da geht's zum Post Office, wo... Ich dachte, als ob wir da von Richtung Post Office kommen würden. Thema Post Office sagt dir zumindest, in was für ein Ding du bist. Hier geht's nach Engelhard und nach Swan Quarter. Uff. Noch nie gehört. Was haben wir hier Schönes? Nach Bath, nach Washington und Chamber of Commerce. Washington. Also ich sehe mal keine 264 am Start. In der also Gegend. Ist 64 gäb's. Ich... 164, hier. Da stand halt nicht Washington DC dran, ne? Ja, hier ist die 264. Jetzt ist bloß die Frage, wo geht die jetzt weiter? Hier oben. Den Bereich ist es schon mal nicht.
Also wie so ein Ding, was hier aufhört und dann irgendwann 300 Kilometer Zehn weiter wieder. Sekunden noch. Wow. Ja, bitte. Schatte. Es läuft heute, ne? Wir haben heute echt läuft. Die Cops. Nicht das Google-Auto kontrolliert? Wirklich? Wie seid ihr direkt auf Lesotho gekommen? Was da dran steht. Also, Bin ich echt so blind? wenn sogar ich das finde, dann muss es da irgendwo stehen. Bin ich echt so blind? Wo steht das? Also ich habe mir noch keinen Schritt bewegt. Also da unten oder wie? Tatsächlich. Nice. Ja, es ist schon läuft heute bei mir. Also, was ist hier? Da sind noch Straßenschilder. Quenting und Ja, Mohallershöck. ist Mohels Höck. Wo Ist ist das hier so noch? Ja. Maulwurfshügel? Keine Ahnung, aber irgendwo da Wo ist das dazwischen, wo es andere? nach Gibt das andere nicht? Quinthin oder sowas. Das ist Quinthin hier. Wenn man, dann muss er hier schon mal treffen, ja. Frage, ne, wenn es da in beide Richtungen geht, ob welche die Ecke hier irgendwo sind. Beziehungsweise dann wahrscheinlich eher hier irgendwo vielleicht. Ja, so ist der Haus. Einfach versuchen. Ach, come on. Schade. Ja, ey. War doch gar nicht so schlecht. Wir haben doch ein bisschen was getroffen. Also ist doch nicht. Du weißt, der zweite Platz ist der erste Verlierer. Es gibt hier nur ein Team. Mensch, nein, du gehst immer so schnell. Ich sag's mal so, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen raus. Ich habe gerade auch nichts, weil ich bisher noch nichts gesehen habe. Bestimmt irgendwo um Manila dann rum. Na Gott, hat die 50-50 Chance genommen und natürlich falsch gezogen. Was haben wir da? Hi, schönen guten Abend. Moin, Blabo. Ja. Rino, Sir Niki. Kanaman. Ich nehme mal das Große raus. Ja. Sag's ja, 50-50 Chance genommen und das Falsche gezogen. Aber ich sehe schon, da haben wir doch gerade zwei Leute am Start, die dann sich gleich duellieren können mit Handicap, oder? Also ich sehe da grillisch. Okay. Okay. Das musst du mir erklären, bitte noch. Also ich bin noch nicht einmal so weit, dass ich irgendwas gesehen hätte hier, aber. Ja, Kyrillisch. Mehr.
Aber ja, würde mich auch interessieren, wie man da drauf kommt. Labo, wie geht's dir? Ja, also ich glaube, ich habe hier sowas wie die Hauptstraße, aber ich glaube nicht, dass ich hier noch an irgendwelche Infos rankomme. Ja, passt soweit, du. Das Einzige, was ich mit dir machen könnte, wäre, trianguliere mal noch für dich, ne? Ah, ich nehme jetzt die Hälfte hier, ist mehr Land. Ja, Wow. schade. Wow. Okay. Waren 3000 Punkte, also. Also einfach nur Bauchgefühl, oder wie? Chapeau. Jo, läuft soweit. Und mal, die Dinger. War das nicht so ein typisches deutsches DR? Diesen Pöllern? Ich habe das immer nie so ganz drauf. Nee, wohl nicht. Kalmus, Kalmes. Also ich hatte hier einen gerade mit gelbem Nummernschild. Degard um Tizebirg. Also wir sind bei Tizebirg oder irgendwie so, wie man das ausspricht. Hier geht's nach Luxemburg in 22. Ja, läuft. Läuft, ne? So. Mal die Schulter heute. Kommen wir zu rein, kommen wir zu näher. Nee, so machen wir das nicht. Finde ich schon mehr fair so. Mal so, oder? Dann hat es auch ein bisschen irgendwelche Wünsche von euch oder wollen wir einfach mal so starten mit AI-Generated World? Jo, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, oder? Ja. Auf einmal ist wieder Musik da. Ja, am Anfang war ja immer ganz kurz und Jingle. Ja, aber jetzt ist auch durchgehend ein bisschen was da. Jetzt kann ich sie auch gleich wieder leiser machen. Ja, du hast es ja hochschrauben müssen. Ja. Obwohl nix da war. Ja, wenn nichts da ist, dann muss man erst volle Kanne aufmachen, ne? Ja. Okay. Übrigens schön, dass wir mal wieder so eine Runde hinbekommen mit uns allen, ne? Ist das Auto irgendwas? Bisschen Auto. Ja. Jedes zweite Bild, also hat man hier wieder so ein. Also ich habe hier irgendein Schild, aber ich kann es nicht lesen. Ja, schade. War gut angezeigt. Da
fliegen die Gäste nur so in der Gegend rum. Gibt's hier noch was anderes als Wald? Ja, ein Auto mit EU-Nummernschild. Sehr gut. Also ich bin noch bei, es gibt hier nur Wald. Ich bin mittlerweile auf gepflastertem Weg angekommen. Gepflasterter Weg bin ich auch, aber ich habe sonst nichts gefunden, ne? Ja, mein Guess wäre auch erst, wäre sogar Richtung Norwegen gegangen am Anfang. Ja, wäre auch irgendwo Skandinavien gewesen. Okay, rote Erde ist eure Aufgabe. Bin ich raus. Das Auto ist doch eh schon wieder irgend so ein Ding, oder? Doch eine Meter. Das Auto rote Erde, Ghana, okay. Es hätte just quasi nochmal sowas kommen können und wir hätten es direkt wieder nicht erkannt. Ich habe keine Ahnung, wo das hier sein könnte. Wird nicht passen. Griechenland, okay. Patrizierhaus gewesen sein, oder? Das spreche ich nicht. Ja, das ist irgendwo hier. Keine Ahnung. Ja, hier irgendwo. Ich hätte hier irgendwo gegessen. Hier irgendwo. Ha! Mal ein freier Guess und der passt. Sehr schön. Das war wieder mein Lucky Punch für die Woche. Sag mal. Darf ich jetzt nach vorne, bitte? Geht's dir gerade wie mir? Ja, gut. Vor, zurück. Das könnte ich den ganzen Tag lang tun. Mann, das werde ich ja auch. Natürlich auf der Baustelle mit einem Bierchen. Typisch. Bin ich jetzt im Kreis gefahren oder bin ich auf einer anderen? Wie du sagst, GG, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Okay. GG. Ja. Dass ich den mal wieder sehen darf. Was soll man sagen? Ich glaube, wir sollten ein bisschen durchswitchen. Moin. So. Eine andere Map nehmen? Was ist euch lieber? Fischi, willst du auch mitspielen?
Kartenwünsche? Wir sind offen. Ihr wollt natürlich immer gern dazu, ne? Ist Diverse World jetzt eigentlich mittlerweile so unspielbar oder ist einfach Community mittlerweile so wesentlich besser geworden? Hat mir einfach mal, ja, ich habe gefragt, ob du auch mitspielen würdest, möchtest, aber dann gerne nächste Runde oder dazu dann noch einsteigen. Und einen guten Appetit, ne? Lass es dir schmecken. Ja, da wurde gelöscht sogar, okay. Was? Echt? Wurde gelöscht? Ich habe keine Ahnung. Das war vorhin ein guter Postpunkt. Ja, war klar. Ja. Mann, ey. Auf der anderen Land, Seite, ey. War klar. Story of my life. Ja. Aber ich sehe, ihr beide macht das, ne? Hat mir schon gereicht, dass ich Russland gefunden habe. Da fand ich mich schon gut dafür. Dass ich dann ach, du meinst auf der Karte, Seite oder war. Wie? Ja. Babernack, ey. Ja. $2000 Penalty for Littering. Ja, schön. Was gibt's denn hier Schönes? Komm, irgendwas wird es doch hier geben, oder? Also wahrscheinlich gab es schon sehr viel und ich habe es einfach nur nicht gesehen. Ich mein, also ich kann das statt 86 Kilometer Natsko anbieten. Was da einer finden würde. Ich höre das zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, Dito. Aber hier den Bear Lake. Dem habe ich vielleicht mal irgendwo schon mal was gehört. Als ob die Stadt einfach Red Deer heißt. Ich habe hier schon mal ein rotes Reh gesehen. Wie könnten wir unsere Stadt benennen? Echt? Ja, Mann, dieser blöde Lake ist halt auch so, diese dumme Pfütze da. Mann. Doch nach einem echten Lake und nicht nach so einer Pfütze. Raw. Mensch, ey. Ruhen.com. Keine Ahnung. Bin ich mal ansatzweise eine Ahnung, wo ich hingessen soll. Ne? Ja, Dito, geht mir auch so. Was ist das für eine Fahne?
Rot, Weiß, Rot. Ja, läuft. Sehe schon, ihr legt los hier. Jetzt die Ecke. Warum kann ich mich hier nicht bewegen? Hallo, geh doch nach vorne. Ich hätte gerne irgendwas mal gesehen. Ich glaube, ich bin nicht mehr da, wo ich vorher war. Ich glaube, ich bin auf einem anderen Kontinent oder so gerade gelandet. Keine Ahnung, ich habe kein Gas abgegeben. Ich habe nichts gefunden. Er hat mich gerade so weggebeamt. Ich weiß auch nicht, wie das... Ich wollte einen Schritt nach vorne gehen und war, weiß ich nicht wo. Das war gerade richtig frech. Okay. Stimmt, da oben. Hi. Oh. Wow. Close one. War on point von Blabo angesagt. On point. Was? Na gut, wenn du den LKW siehst, dann war klar, ne? Was für ein LKW? Ich hatte keinen. Der LKW mit der landesspezifischen Schrift. Ah, ne. Zwei Schritte nach vorne. Bin in die Gegenrichtung. Selamat datang. Ah. Geht das Zigarros? Ja, Doc. Offensichtlich eine Rollerstadt, ne? Urbana, Savara, hätte was Wichtiges sein können. Wenn euch Milagros was sagt, das steht hier irgendwie überall drauf. Wahrscheinlich eine Firma, ne? Autsch. GG. GG. Nice. Wollen wir so weitermachen oder wollt ihr irgendwas ändern? Finde ich gerade ganz gut so. Legen wir mal los. Ja. Also ich meine, das Land ist klar. Mit den Postleitzahlen kenne ich mich da in dem Bereich nur nicht ganz so aus, ne?
Ja, läuft. Läuft. Close one. Ich glaube, ich hätte die Stadt trotzdem so schnell nicht gefunden, ne? Also. No way. Ja. Ich sehe gelbe Schilder. Oder orangene, besser gesagt. Weiße Leinwand aufziehen. Was war das gerade? Da ist eine Pferdekutsche unterwegs auf der Strecke. Also in die Gegend. Die Ecke. Also ich habe noch gar nichts von meiner Seite gerade. Habe ich mal was. Und das sieht sehr, ja. Point drauf, krass. Übertreibt das schon ein bisschen, ne? Deposito de Basura, also. Ah ja. Wenn ihr wisst, wo Basura ist, wenn das irgendwas zu bedeuten hat. Hier waren wir doch auch schon mal. Glaub nicht. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Also nicht in dem im Run gerade, aber das war doch hier drüben, oder? Das war doch irgendwo, ja. Wie genau funktioniert deren System? Ah, ja. Sehr schön. Hier schöne stehen. So viele Infos. Okay. Ja. Meru. Mit? Ach so, ja, gut. Ah, da steht's ja groß, ne? Meru. Warum erinnert mich das gerade eben an ein Anime? Ja. Nice. Sehr schön.
Oh wow. Hier steht ja unendlich viel Kenia. Hey! Ha, ich war näher dran. Yay! Sneaky, sneaky. Du warst auch dabei. Du hast auch beigetragen. Ich habe auch Punkte gesnackt. Okay, weiß nicht. Ich kann mit der Sprache nichts anfangen. Was ist dein Ding? Boah, nee, mit der Sprache kann ich ehrlich gesagt gerade auch nichts anfangen. Das sieht für mich alles gleich aus. Das glaube ich hier, oder? Gut. Okay. Okay, das war gerade echt frech. GG, das war frech. Ich kann da nichts machen. Ich, also für mich sah die Schrift gerade eben einfach aus, als wenn wir da drüben gewesen wären. Ich wollte noch nach Sri Lanka, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Aber, ja, aber dann war die Zeit zu knapp. Wäre auch nicht richtig gewesen, ne? Ja, aber wäre ein Tick näher dran gewesen. Krass. Naja, gut. Dann, Let's go, Team. Ja, dann viel Erfolg. Ja. Ja, viel Erfolg dir, du. Wir drücken dir die Daumen. Und du machst das. Auf jeden Fall schön, dass du da gewesen bist. Auf jeden Fall haben wir wieder eine tolle Runde so mit euch beiden zusammen. Weiß, dass das Land groß ist. Ja. Aber du weißt, dass wir sonst keine Chance haben. Du meinst, je länger es geht, umso weniger. Ja. Ja. Ganz sicher, aber es müsste, glaube ich, dahin gehen, oder? Weiß immer nie was von beiden. Was ist das denn? Ist, glaube ich, wieder hier drüben, ne? Ich war auf der falschen Seite. Hatten wir das nicht vorhin? Nein, ich war schon auf der richtigen Seite, verdammt. Ivan Salazar. Okay, keine Ahnung, MP. Oh, wait, ist das nicht hier? Ja.
Nein. Okay. Eher da, oder? Ich habe aus 300 Kilometern Entfernung dann, weiß ich nicht, Wasserturm oder sowas gesehen, der halt blau-gelb ist. Das ist die einzige Info, die ich bisher habe. Also ja, die Ecke würde ich behaupten. Also das Land sollte passen. Was ist das denn? Truthahn 3040 oder was? Truthahn 3040. Das klingt wie so eine Trump'sche Wahlveranstaltung. Ja, keine Ahnung, was. Ja, Thailand habe ich auch. Ah, lecker Sushi ist natürlich auch was Gutes, ne? Ja. Aber für Sushi muss man sich auch Zeit nehmen. Gutes Sushi ist natürlich schon. Mhm. Ach, da beneide ich dich jetzt ein bisschen drum. Ja. Ah ja, das Land. Ja, das ist, ja. Ich weiß nicht, ob da Maria gerade gestanden ist, aber das war. Kriegen wir es genauer hin oder wollen wir einfach direkt unser Glück versuchen? Ich glaube, ich krieg das nicht genauer hin. Bin hier nicht durch Zufall irgendwo. Irgendein Schild findest, ja. Hallo, darf ich jetzt bitte laufen? Also Schild oder irgendwas, das man kennen würde, das hält sich natürlich sehr in Grenzen bei mir. Frage ist, wie teilen wir uns auf? Geile einer Namen. Hier, einer hier. Hm. Oder ja. Die zwei hier. Ja. Geile Rahmen. Ja. Ich habe noch nichts hier nirgendwo wirklich gute Rahmen gefunden. Also die einzigen richtig geilen Rahmen, kann man glaube ich so sagen, irgendwie, das war im Tokyo Tower, ne? Ja, gut, aber. Gott, noch darunter. Schade. Ja, machst du nichts. Ja, machst du nichts. Die Runde machen wir noch, ne? Ja, aber halt, japanisches Essen in Japan ist halt. Ja, natürlich. Kannst du halt nicht vergleichen. Das ist halt schon, das ist schon ein anderes Niveau. Das ist klar, ja. Leider habe ich hier bisher nichts gefunden, aber war geil. Also das war ein echt super Rahmen. Ja. Danke, Nightgod. Auch danke, dass du dabei warst. War wieder sehr schön. Und dir natürlich auch frohe Ostern, falls wir uns nicht mehr sehen, ne? Ja, genau. Kann ich mich nur anschließen. Ja, dann geben wir noch Famous Places ein, oder? Nachdem würde ich heute sagen, noch so eine kleine Runde Famous Places zum Rauskommen. Ist genau. Dann, glaube ich, ganz schön. Ja. Wenn ich sie denn richtig tippe, ne, und wir nicht wieder bei den famosen Plätzen sind. Ne? Ja, ja. Das war ein Epic Fail. Ja, die Zeit kommt wieder, ne? Ja, direkt erst mal abchecken, ob es auch wirklich das Richtige ist. Nein, ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht. Boah, Graffiti auf der Brücke. Echt. Ja, die Zeit geht schnell voran, ne?
Also ernsthaft keine Ahnung, wo wir sind. Boat Trips hier. Das Ave Maria Konzert. Das hilft mir nicht weiter. Juwelier Berggold. Ach, was ist das hier? Krizo, Vitnike, Namesti. Oh, Praha. Okay. Oh, Sommer oder Winter? Ja, das ist bei uns hier auch eine ziemliche Glaubensfrage. Also, ich sag mal, momentan bin ich eher wieder so der Sommermensch, muss ich zugestehen. Es ist aktuell nicht irgendwie immer beides. Von 0 Grad auf 20 Grad auf minus 5 auf 17. Also, ja, das auch. Also, sagen wir es mal so, ich weiß hier nicht genau, welche Brücke wir sind. Ne? Der Guti und Impi und ich haben zusammen studiert und die Begrüßung unseres Professors war damals: Willkommen an der einzigen Hochschule Deutschland, die 2 Wintersemester besitzt. Ja, hatte damit eigentlich auch recht, ne? St. Francis Borgias. Was steht da? Ich verstehe zwar nicht, warum das hier auf der Brücke. Was ist die hier? Ah, deswegen, wir sind hier sehr, sehr Tourismus und Wintertourismus getrieben in der Ecke. Aber ich persönlich habe es gerade lieber, eigentlich eher so der Frühling. Ich fotografiere auch sehr gern privat, sehr gern auch hier so Pflanzen, Bäume und das und Tiere. Und da ist natürlich der Frühling eigentlich meine liebste Jahreszeit gerade. Wobei man überall natürlich was Schönes findet. Also Winter wie Sommer wie Herbst haben natürlich alle da ihre schönen Seiten. Also hast du das echt noch gefunden hier, dieses kleine Ding da. Krass. Ja, das war jetzt nicht das Problem. Ich dachte mir so, es macht dann so einen leichten Knick da oben weg. Und jetzt sitze ich 2 Brücken weiter unten. Aber jetzt bin ich natürlich auch auf deine Antwort gespannt, ne? Winter oder Sommer? Haare, aber ich habe keine Ahnung, wo wir sind hier. Verdammt. Sagt dir diese Kirche was, Impi? Nö. Die Frage ist, ist es einfach straight in Brasilia selber? Ist das hier Kathedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida? Sieht das hier so aus? Das kann ich dir gerade nicht beantworten. Ich schaue gerade, ob ich hier noch irgendwo Infos zu der Stadt bekomme. Ne? Du übersiehst wohl alle Schilder. Sehr gut. Ja, das ist bei mir jetzt eher... Trägt zum Unterhaltungsfaktor bei. Ja, aber das kann ich gut. Also übersehen kann ich echt gut. Also das ist so... So eine plus 6 auf die Prüfung, Schild übersehen im Rollenspiel, ne? Kathedral Metropolitana Ensra Aparecida. Okay. I got it. Du sagst, das ist in Brasil, ne? Brasilia. Ja. Hatte ich zumindest das richtige Bauchgefühl dafür. Also hier irgendwo in der Gegend sind wir dann. Wahrscheinlich dann hier oben oder so, weil... Wie sieht das hier aus? Das ist irgendwo noch runter, südlich, schau mal drauf. Da, oder?
einfach konsequent das Schild ignoriert. Ja, die periphere Sicht dachte, nope. Ach, schade, 58 Meter entfernt. Sehr schön. 101. Egal, volle Punktzahl. Reicht aus. Sehr schön, einfach Schilder ignorieren. Hä, was interessiert mich, wo ich bin? Ja, ich meine, dann könnte das Spiel ja jeder spielen, wenn er sich Schilder anschaut, ne? Wenn, hey. Ach so, du meinst, du nimmst einfach so die Umgebung in dich auf und dann ist halt das Bauchgefühl, was dich führt. Ja, genau. Ah. Also ich meine, die Fahne wäre hier. Ich kann mit Fahnen wieder nichts anfangen. Das weißt du, gelb, rot, gelb, blau, rot. Das war... Alles ja, Ekator. Ich weiß es hier, nicht. Hier. Ja, hier bringt mir nichts, ne? Kolumbien, okay. Ja, das kann, also, da bin ich einfach richtig schlecht in Fahnen. Eigentlich ist das Spiel für mich sowieso nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das jedes Mal antue. Naja, just for the fun, ne? Oh ja, also als Zuschauer hat man echt seinen Spaß oder ist hart an der Verzweiflungsgrenze. Also, das haben wir eine Zeit lang gemacht vor... Boah, ist schon wieder ein paar Monate her. Da haben wir Fun with Flex öfters mal gespielt. Also. Okay. Aber wenn du möchtest, gerne können wir das nächste Mal das gerne mal reinschieben. Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Ich bin doch schon wieder ganz woanders. Was passiert denn hier immer? Und warum passiert mir das? Bei so Sachen bin ich immer mit dabei. Solange der Unterhaltungsfaktor da ist, ist es eine super Sache und spiele ich auch gerne mit bei sowas. Ja, absolut. Ich meine, dafür machen wir es, dass wir alle Spaß hier haben und auch mal was zu lachen haben, ne? Aber zumindest das gibt's bei uns hier. Ja, vielleicht auch das, ne? Vielleicht auch das. Keine Ahnung, wo wir hier sind, ne? Und wie gesagt, weiß ich auch nicht, was hier diese Sehenswürdigkeit ist. Sieht nach irgendeinem... Nee, die 2 Sekunden. Mal schauen, wie weit ich jetzt... Ja, das war so klar. Mann, ey, Hotel die Lima. Aber ich kenne das nicht. Was ist denn das für ein Mist, ey? Lima ist nicht mal gleich ein Land. Frech. 147 Kilometer entfernt. Ja, 18 Kilometer. Gilly. Oh. Genozid. Das weiß ich sogar. Das weißt du, okay? Ja. Sagt mir jetzt nichts. Das ist Ruanda. Ruanda. Ja. Ja, siehst du, da setzt es schon aus, ne? Eins von den 2 kleineren. Eins von den 2 kleineren wird. Ja, die zusammenhängen. Ja, da. Kampala, oder? Dann wahrscheinlich. Kigali. Was? Kigali? Was? Du sagst Uganda. Ruanda. Ach, Ruanda, okay. Ich hatte Uganda verstanden. Deswegen. Nein, Ruanda. Jetzt wollen wir aber schon den Tipp hier hören für Bogota und Medellin. Während Heathcliff hier das Memorial noch sucht. Ich bin
hart am Verzweifeln. Also schreibt nur, ich brauche meine Zeit. Also keine Sorge, die Minute kriege ich locker durch. Sag Bescheid, bevor du gehst, weil also ich stehe schon da. Seit einer Minute oder so. Ja, gib doch noch an hier. Mann. Bloß weil du weißt, wo ein Genozid-Memorial ist. Warum weißt du eigentlich, wo das Genozid-Memorial ist? Tatsächlich, weil eine Bekannte daherkommt. Deswegen. Moment, die kommt aus dem Genozid-Memorial? Ja, aus Ruanda. Achso. Ja, just saying, manchmal muss ich dich auch wörtlich nehmen. Ja. How about we don't do that? Ja. Auf den Trick bin ich jetzt auch gespannt, ne? Also ich stehe schon auch da, ich habe es auch gefunden. Ah, okay. 25 Meter. Man steht neben der Straße angeblich. 9 Meter. Also wird mir stinken, dass ich näher dran bin als du, obwohl ich es nicht kenne. Ja, auf einen Meter war mir das egal. Ich habe mich auch nicht mehr umgesetzt dann. Okay, wo sind wir hier? Das hier. Ja, genau. Ich finde natürlich wieder den Eingang zu dem Untergrundtunnel. Aber wo ist das da? Wenn ich natürlich in die andere Richtung gehe, hätte ich auch die Farbe, die Fahne sehen können. Mit der ich nichts anfangen kann, aber. Nee. Ja, ich bin einen Schritt gegangen und hat den Namen der Stadt. Aber wo ist es? Wo ist es da? Ich bin auch der Meinung, wir waren hier schon mal, aber ich komme nicht mehr drauf, was es war, ne? Ja, du kannst doch ein bisschen suchen, ob du es findest. Und sagst einfach Bescheid, wenn du einen Tipp willst, in welcher Stadt wir sind. Oder wenn du. Wenn ich dir mal die Stadt sagen soll. So, die Poles verraten es. Also die Stadt kannst du mir ruhig nennen. Belgrad. Gott. Ja. Wenn die Streifen waagerecht sind, dann ist Bogota schwarz, gelb, schwarz. Müsste ich wissen, wo Belgrad ist. Ey, heute bin ich so durch. Also noch mehr als sonst. Ich find's nicht. Ey, ich bin. What the heck? Ja. Ja. Kann ich so bestätigen. Ja, jetzt sehe ich es auch. Weißt du, das ist das Traurige an der Sache. Also es ist ja nicht so, dass man es nicht sieht, ne? Also. Ich finde es halt nur wirklich gar nicht. Jetzt wird es zeitlich ein bisschen knapp. Also Museen. Republic Square. Maybe hier. Er hat 282 Meter entfernt. Lucky. 75. Gerade noch so am Ende gefunden. Chate, ja. Chate, ne? Ja, aber das ist bei mir immer das Problem, weil also da hockst du da und denkst, ich sehe es nicht. Und dabei ist es halt wirklich so dermaßen ganz klar, dass du es auch auf der Map siehst, aber. Naja. Ja, kann ich. Also ich habe das auch häufig, wenn ich irgendwo schon mal so reinklicke, okay, ich weiß das Land,
Und mein Pin ist dann schon in der Nähe von dem Ding, was ich suche, finde ich das einfach nicht. Weil ich halt meinen Pin quasi so aktiv ignoriere. Und alles um meinen Pin herum auch mit. Ja, gut. Aber ich hoffe, Fischi, du hast ein bisschen Spaß jetzt noch gehabt und das Sushi ist auch gut weggekommen. Immer schön Wasabi dazu essen, ne? Der geil eingelegte Ingwer. Ja, alles wegignorieren, das ist, sagen wir so, das Also, ist eine passive Fähigkeit, also. das klingt schon so ziemlich nach deiner Stellenbeschreibung. Also ich Also. suche ja auch aktiv, aber eine Passive Skill Ignoring ist halt doch stärker ausgeprägt, ne? Ja, man kann den nicht einfach ausschalten. Ja, geht leider nicht, ne? Ja, ich würde mich für heute leider verabschieden. Aber ja, schauen wir mal, ob man die nächsten Tage vielleicht noch mal was hinbekommt. Keine irgendwie müssen wir mal grundsätzlich so schauen, ne? Was wir jetzt über die Osterfeiertage auch machen. Geht mit Sicherheit noch was. Ja, aber spätestens nächsten Mittwoch sind wir dann wieder am Start. Ja. Nein. Nicht? Okay. Leider bin ich nächsten Mittwoch in Zürich. Ich komme erst irgendwann um 11 Uhr wieder heim. Deswegen wird das nichts werden mit nächsten Mittwoch. Ja, wird knapp quasi, wird knapp. Also ich kann es gerne versuchen, aus dem Zug raus. Wahrscheinlich, solange wir auf der schweizerischen Seite sind, wird es funktionieren. Sobald wir auf der deutschen Seite sind, bricht das Netzwerk ab. Aber der Klassiker halt, ne? Der Zug fährt wahrscheinlich auch nur bis zur Grenze und bleibt dann stehen wegen Weichenstörung. Oder es Dann muss die Lok getauscht werden. die fahren dann noch den nächsten Bahnhof an und dann heißt erstmal 20 Minuten Verspätung. Ja, genau, wegen eines vorausfahrenden Zuges oder so. Ja. Wie lief denn deine Prüfung, ne? Ja, die Pferd. Lassen wir es dabei, sie fährt. Nicht gut, trotzdem irgendwie viel, aber keine Ahnung. Ich wohne ja auch neben der Bahnlinie, deswegen kriege ich das auch so ein bisschen mit, aber vielleicht sind es auch einfach nur so Rangierfahrten. Habe mein Leben Glücksspiel betrieben. Also quasi ein ganz normaler Prüfungstag. Also quasi der klassische W6-Wurf. Also bei meinem Luck. Glücksspiel ist bei mir raus. Ich habe es aufgegeben. Ja, besser ist das auch bei dir. Ja, komm. Ja, es klingt fast so, irgendwie das erinnert mich fast an unsere Wirtschaftsinformatikprüfung. Alter. Das war so das Fach bei uns. Oder Wissensmanagement, ne? Alter. Da will ich nicht mehr drüber reden. Oder dieses komische Fach da mit Betrieb von Rechenzentren. Nee. Ja, aber jetzt hole ich wieder die Geschichten vor zig Jahren raus, ne? Opa Aber erzählt wieder Geschichten. ja, das sind so Vietnam-Flashbacks und niemals den Aufenthaltsraum verlassen. Niemals den Aufenthaltsraum verlassen.
Das waren schon so Sachen, ey. Da hat man schon so Sachen mitmachen müssen, ey. Ja, aber es war. Wenn du so Prüfungen hast, wo du nach 10 Minuten drinnen hockst und eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern du bist fertig und schaust nach links und rechts und kriegst so mit, die anderen hocken auch da und denken sich gerade so, ja, wir sind auch fertig. Was ist hier gerade eben los? Ja. Das waren Erlebnisse. Ja, das waren noch Aber Zeiten, ne? ja, sag's mal so, Gut, dass sie vorbei sind. ich habe keinen Bock mehr, das heutzutage mehr zu tun. Ja, ich auch nicht. Oh, es gibt eine Rückseite. Der ist auch gut, ja, den kenne ich aber auch, ne? Das konnte mir tatsächlich nicht passieren, weil ich mich immer bei jeder Prüfung hingesetzt habe, jedes Blatt immer direkt erstmal umgeblättert habe. Okay. Ja, Rückseite, keine Rückseite. Okay. Nächstes Blatt. Okay. Nächstes Blatt. Aber das war zum Glück das einzige Ding, was mir nie passiert ist im Studium. Da habe ich davor schon genug dafür bezahlt. Ja, das ging in den ersten Minuten. Also, so dass ich sage, in der Mitte kam ich drauf, oh, da steht ja noch was. Nee, das gab es nicht. Das zum Glück nicht, ja. Aber, ja. Ich glaube, da baut sich jeder so seine Geschichten fürs Leben auf, wo man da verzweifelt oder sich denkt, nee, nie wieder. Ja. Wir sollten da vielleicht mal irgendwie so ein Podcast-Format draus machen. Oppis erzählen Geschichten von vor dem Krieg. Als der Bachelor noch eingeführt wurde, oder wie? Ja. Ja, schon der Titel dafür da, ne? Das ärgert mich immer noch. Sonst gibt es das immer mal, da sieht man dann alle zerbrechen. Ja, das glaube ich. Wir hatten noch mal eins. Im Studium darf man ja auch immer so Spickzettel schreiben, ganz offiziell. Oder bei uns war es auf jeden Fall so, dass du dir immer so eine DIN A4-Seite Notizblock mitnehmen durftest. Und das Spannende daran war dann, irgendwann kam dann ein Professor und meinte so, ja, er sammelt diesen Zettel jetzt auch mit ein, das ist Teil der Prüfung, die er mitbewertet. Erinnerst du dich noch irgendwie? Kann gut sein. Es gab so viele Geschichten. Oh, okay. Ja, Mathe, oh, da könnten wir echt mal einen, da könnten wir echt mal einen Podcast machen über die Matheprüfung, die wir geschrieben haben und was wir da erlebt haben. Das waren auch so Sachen, wo der Professor irgendwie ein Semester lang vergessen hat, uns den Stoff mitzugeben und das vom Vorsemester gemacht hat und im letzten Monat dann alles durchgezogen hat. Wobei, möchte ich an der Stelle ganz klar sagen, der Professor war top. Also nichts an diesem Professor auszusetzen. Der war nur in anderen Sphären, aber das sind ja, glaube ich, die meisten Mathe-Professoren, ne? Ja, ich denke, allgemein hatten wir mit unseren Profs eigentlich schon ziemlich Glück. Also gab natürlich schon so ein paar, die eher so auf dem unteren Ende der Skala sind, aber ich denke, so im Großen und Ganzen waren die meisten schon recht weit oben. Ja, also das muss ich auch sagen. Denke ganz zurück, habe immer noch Kontakt mit einigen. Vor allem will ich jetzt auch gerne mal Studenten und Abschlussarbeiten bei uns betreuen in der Firma. Deswegen hat man da auch gerne mal noch mal ein bisschen Kontakt mit denen. Ist immer ganz schön. Traurig ist, wenn sie sich halt immer noch an deinen Namen erinnern und das schon Jahre her ist. Ist das nicht eigentlich was Gutes, wenn Leute sich an einen erinnern?
Also natürlich, außer Bisschen was mal. von der Seite A und ein bisschen was von der Seite B, ne? Ja, außer es ist natürlich, waren Sie nicht die Person, die. Den Namen falsch geschrieben hat. Ich Ja. hatte ihn nicht falsch geschrieben. Sie haben ihn nicht richtig gelesen. Ja, weil du damals schon so eine Sauklaue hattest. Ja, gut, darüber kann man diskutieren, aber trotzdem. Ich meine, sorry, das ist nicht meine Schuld. Deine Schrift ist nicht deine Schuld. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Hey, er ist Professor geworden, also soll er sich auch mit meiner Handschrift auseinandersetzen. Nein, mein Name war richtig geschrieben, nur er hat ihn falsch gelesen und hat halt dann aus einem Ahnen-PF gemacht. Wie auch immer. Wobei, nein, er hat ein PFL draus gemacht sogar, also sogar drei Buchstaben draus. Also, okay, sorry, also. Aber wie gesagt, er erinnert sich heute noch dran und wir haben auch immer noch unseren Spaß. Und ich melde mich bei ihm, wenn ich dann anrufe, auch sogar mit dem Namen. Und dann weiß er mal gleich Bescheid. Naja, sie war doch damals vor vielen, vielen Jahren. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Haben Sie mittlerweile echt mal gelernt, Ihren Namen richtig zu schreiben? Naja, man sollte dazu sagen, die haben auch digitale Listen, ne? So ist das nicht. Und meine Matrikelnummer stand da auch drauf. Ja, ey. Wegen hier ID, ja. Ah. Nee, also hier, wo Impi und ich studiert haben, war das nicht so. Ich habe davor noch mal ein bisschen außerhalb ein Erststudium mal angefangen gehabt. Ein paar Semester auf die dunkle Seite unseres Studiengangs gewechselt. Da war das auch so. Da war es auch so, wer sind Sie? Was suchen Sie hier? Sind Sie in der falschen Tür sozusagen? Ich bin der Hausmeister. Ich muss das Wasser hier abstellen. Ja. Entschuldigung, ich bin der Steuereintreiber. Sie haben noch offene Rechnungen zu begleichen. Aber da waren die Profs echte, also, sorry, da waren sie echte Arschlöcher. Der eine wollte nur sein Buch vertreiben. Der hat gesagt, ihr kriegt von mir gar nichts. Das ist mein Buch, könnt ihr bei Amazon bestellen. Übrigens, so viel Provision kriege ich pro Buch. Direkt im gleichen Satz, so ich kann es mir Ja, halt richtig wirklich. vorstellen. Also, das war bei dem wirklich so, dass der so, ja, und hier ist das Buch und da findet ihr alles drin und ich krieg da natürlich die und die Provision, wenn ihr dieses Buch kauft und ich gehe davon aus, ihr werdet jetzt alle dieses Buch kaufen, ich mache nur nachdem meine Vorlesung. What? Seriously, what? Der andere hat sich über die ganzen Studenten immer lustig gemacht. Also, in der Vorlesung, während die Leute da sind, also richtig von oben runter. Also das war schon eine harte Zeit da. Kann ich mir richtig vorstellen, wie es da Spaß macht zu studieren. Ja. Da denkst du dir doch auch so von Minute an, von Minute 1 an, ne, ne. Ja, das Warum tue Tolle ich mir ist, das an? dann wechselst du nach 3 Semestern, wechselst du in unserem wunderbaren Bildungssystem und dann heißt es ja übrigens, also angerechnet wird dir kein Fach. Entschuldigung? Ja, nee, das ist ja alles unterschiedlich hier. Jetzt? Aber hey, Ja, okay, anderes Thema. schwierig. Schwierig. Aber du siehst, Fischi, das ist alles, ich glaube, der Wahnsinn, da geht jeder dann einmal durch, ne? Genau, aber wir sind ja jetzt ein bisschen abgeschweift von GeoGuessr, ne? Wobei das hier mit Sicherheit auch so finde den richtigen Punkt. Von dem her, ich werde mich jetzt für heute verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall und
Auch dir danke, Fischi. War nett und es ist immer schön, auch so ein bisschen mit den Leuten hier auch ein bisschen zu quatschen. Das macht auch immer sehr viel Spaß. Von dem her, genau. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wie gesagt, Sushi und Co. hat geschmeckt. Du bist jetzt fertig, gesättigt und wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend und freue mich darauf, das nächste Mal dich wiederzusehen, dass wir dann auch gemeinsam hier eine Runde spielen können. Ja, kann ich mir nur anschließen. Und ja, schöne Osterfeiertage. Macht's gut. Ciao. Genau. Schöne Ostern, ihr. Tschüss.